Und wir sehen das Ganze jetzt hier aus Stylos Perspektive. Dementsprechend ist das hier das Team vom Doc und das kann sich sehen lassen, ey. Alter Schwede. Del Piero vorne drin. Boah, also. Ja. Ja, wo kann man ansetzen? Das ist schon so mit das Beste, was ich mir gerade vorstellen kann. Natürlich, da ist kein R9 vorne drin und so. Aber es ist sehr solide. Mal schauen, was jetzt hier vielleicht an der Formation noch gemacht wird. Stylo hat uns ja eben gesagt, dass er mit dem 4-2-3-1 beginnt in der Weekend League. Und ich nehme mal an, dass er das bei Pro versus Pro auf jeden Fall dann auch hier macht in der ESL-Meisterschaft. Nee. Er geht auf ein 4-4-2 in der defensiven Variante mit zwei ZDMs. Okay, das kann jetzt vielleicht daran liegen, dass er Erhan noch einfach gut kennt und sagt, oder im Champions Channel sich heute mal wieder ein paar Gedanken gemacht und gesagt, na, tief stehen, das ist hier das Rezept. Hat ja auch der Gorilla zum Beispiel sehr erfolgreich gemacht mit dem 4-4-2 in dieser Aufstellung, letztendlich im Grand Final des FIWCs. Super interessante Anweisungen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie man das alles rausbekommt, hinbekommt, dass man. Jetzt spielen beide auch noch fast mit der gleichen Formation, mit einem 4-2-2-2 gegen das 4-4-2 in der Krass. defensiven Variante. Und wenn ich das jetzt gerade alles richtig gesehen habe, hat er den Außenverteidigern stets überlaufen gegeben. Okay, habe ich jetzt in FIFA 18 schon häufiger gesehen. Den Flügelspielern dafür aber dann Defensive verstärken. Und ich bin mir nicht mehr ganz genau, ich glaube, in die Mitte ziehen bin ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber. Man hat ja durch die Anweisung so viele Ebenen irgendwo, die man erschließen kann, abdecken kann und dass man dann auch so viel Confidence bekommt, dass man sagt, yo, das ist jetzt das Richtige, was ich hier einstelle. Das finde ich immer sehr bemerkenswert, dann auch damit zu gehen und das dann so durchzuziehen. So, der Doktor hier in den weißen Trikots direkt mal im ersten Angriff über Del Piero. Der ist natürlich schön, wenn nicht, aber stark verteidigt von Petit. Vielleicht die erste Kontermöglichkeit für Stylo. Aber auch dieser Pass überhastet auf beiden Seiten hier direkt mal, ja, Fehler im Passspiel. Aber Stylo geht wie über außen. Übersteiger mit dem Exit-Move kann man übrigens auch noch sehr gut einsetzen, wenn wir eben schon beim Thema Skill-Moves waren. Jetzt nimmt Stylo, sorry, der Doktor hier mal so ein bisschen Tempo raus, spielt dann aber gut rein hier auf Bale. Und es hätte es beinahe sein können. Gut gesehen, dass Bale da reingelaufen ist in die Mitte. Ja, du hast jetzt Übersteiger angesprochen. Ich finde, man sieht es einfach nicht mehr so häufig. Also hier hat man jetzt gerade den Elastico gesehen, gerade von Stylo hat er jetzt mal kurz vorgeführt. Oder ja doch, vorgeführt. Hier hat der Ball auf Ronaldinho. Oben ist Rodet frei, will es dann über Dragback lösen. Und erobert jetzt sogar fast auch den Ball. Boah, interessanter Pass. What the fuck, Alter? Was ist das denn für ein Tor? Was für ein Ball? Vorne hoch, lang reingeschlagen und Ronaldo setzt sich da durch. Nee, es ist sogar ein Eigentor. Ach so, wollte Stylo den vielleicht zurückköpfen einfach? Es Das wird war doch jetzt eben hier. gerade ganz klar zu sehen, dass das Ferdinand war, oder nicht? Ich hab's ehrlich gesagt nicht genau gesehen. Aber was ich nur sagen wollte, eben, wollte die Situation schon abhaken. Der Doktor hat immer krasse Ideen, wie man Pässe spielen kann und so. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt vielleicht was rausgefunden hat, weil dass der Kopfball dann auch noch reingeht, kann jetzt totaler Zufall, totale Randomness gewesen sein. Aber allein die Idee, dass er da einen Pass spielt, würde mich mal sehr interessieren, wie er darauf gekommen ist. Hier passieren Tore zum Teil, Wahnsinn. Ja, und wenn du sowas spielst und damit erfolgreich bist, was willst du da als verteidigender Spieler machen? Also so einen Ball Ja. kannst du ja nicht verteidigen. Du hast doch jetzt permanent Angst, dass der auf einmal so einen raushaut. Das erinnert mich total an die alten FIFA-Teile, wo es noch so Bug-Using gab und man so wusste, wenn ich hier jetzt diesen und jeden Pass ansetze, dann ist es safe ein Tor. Oder dass das eine Flanke ist, die dann aufs Tor gezogen kommt. Genau, ins Tor rein am besten Ja. direkt. Mal schauen, wie sich der Stylo von diesem kleinen ja, Wundertrefferchen hier erholen kann. Er ist jetzt erstmal wieder im Vorwärtsgang. Beides, glaube ich, tendenziell Spieler, die eine sehr gute Übersicht haben und wow, eher über das ruhige Passspiel kommen. Jetzt nicht ganz so straightforward spielen wie zum Beispiel Teamworks oder Megabit, die wir gerade gesehen haben in dem Freundschaftsspiel. Also man sieht es hier auch beim Doktor, der nimmt sich durchaus auch ein bisschen Zeit im Aufbauspiel. Ist jetzt vielleicht auch durch die Formation bedingt, wo sie ja ruhiger agieren müssen, so in der Zentrale gar nicht so unglaublich viele verschiedene Ebenen haben, sondern die vier Spieler auf einer Linie stehen. Ungefähr zumindest. Du hattest ja gesagt, 4-2-2-2 war es bei Erhan. Ja. Ja, wenn der Doktor das Tor kassiert hätte, wäre die Reaktion auf jeden Fall interessant gewesen. Oder wäre es interessant gewesen, die Reaktion zu sehen, so rum. Schon wieder so ein langer Ball auf Ronaldo. Den wollte er jetzt natürlich von dort nicht reinköpfen, sondern zumindest ablegen. Ist ihm nicht gelungen.
Stylo wieder einen Ball besitzt. Mit dem druckvollen Pass jetzt hier auf R1 habe ich eben gerade auch aus dem Chat gesehen, dass es hier viele Bälle gibt, die so gespielt werden. Aber warten wir mal ganz kurz ab, das ist zentral vom Tor, das kann immer gefährlich werden. Ronaldinho jetzt hier mit der Wendung, mit der Drehung auf Bale, der Ball jetzt wahrscheinlich wieder auf Ronaldinho. Oben ist Hullet komplett frei, den spielt er aber nicht an. Jetzt Ronaldinho wieder auf Hullet und De Gea mit einer Mega-Parade, weil es nicht mehr abseits war. Krass. Hätte er natürlich vorher schon den Ball auf Hullet spielen können. Schon sehr auffällig, dass Stylo hier immer wieder mit einfachen Drehungen arbeitet. Er hat es ja gerade auch nochmal gesagt, L1, die Taste ist wichtig. Das hat auch der Doktor in unserem Academy-Beitrag gesagt. Unbedingt das enge Dribbling im Auge haben. Und ich habe das Gefühl, das forcieren die beiden hier. Spieler anspielen in und um den Strafraum und dann durch simple Drehungen irgendwie versuchen, den Freiraum zu finden. Dann vielleicht nochmal der entscheidende Pass. Super wenig Skill-Moves und diese Drehung zu verteidigen ist einfach sehr unangenehm, weil man die so schnell ausführen kann. Jetzt schon wieder sehr gefährlich zentral vom Tor, aber Vieira kommt da gut dazwischen. Ja, nochmal ganz kurz zu den 1-Pässen. Ja, wird recht viel gespielt, nicht mehr ganz so viel, denke ich, wie in FIFA 17. Aber da ist auch auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man die richtig starken Spieler hat, weil die natürlich tendenziell bessere Ballannahmen liefern und dann nicht so häufig der Ball bei der Annahme verspringt. Und dadurch ist das Aufbauspiel und das Passspiel ein bisschen sicherer möglich mit diesen R1-Pässen. Wenn man schlechtere Spieler hat, kann das ein bisschen schwerer sein, so viele druckvolle Pässe zu spielen. Der Doktor lässt sich auf jeden Fall viel Zeit im Aufbauspiel, macht das Ganze in Ruhe. Stück für Stück arbeitet er sich hier an den Strafraum und da versucht er dann immer so ein bisschen den Ball laufen zu lassen, das kennt man von ihm. Auch er hat immer wieder gute Übersicht, schnelles Kombinationsspiel, also auch da über das Passspiel einfach einen extrem guten Skill. Aber einmal mehr gut verteidigt von Stylo, der seinerseits eher dazu neigt, den Raumgewinn über Dribblings über die Außen zu machen. Das hat er zumindest 2-3 Mal so gemacht. Er lässt den Ball erlaufen, Stylo dribbelt so ein bisschen länger im Mittelfeld. Und vor dem Tor dann aber, wie gesagt, beide eher ähnliche Spielanlage. Jetzt läuft der Ball gut, jetzt erzeugt er da über die Außen eine Überzahl und er blockiert sogar Bale relativ geschickt, dadurch Del Piero mit sehr viel Platz auf Bale. Wow. Und der zischt Zentimeter hier am Tor vorbei. Warum nimmt er den rechten Fuß da, Bale? Den hätte er doch mit links eigentlich eher auch nehmen sollen und das ist ein starker Fuß, dementsprechend den aufs lange Eck, weiß ich nicht. Ich fände es jedenfalls cool, wenn man sowas aktiv steuern kann, dass man sagen kann, mir ist bewusst, er hat nur 3 Sterne, aber ich möchte ihn jetzt mit rechts schießen. Ja. Wäre eine nice Ebene, finde ich. Ich denke, dass die Spieler im Spiel an sich das eigentlich auch schon soweit immer recht gut berücksichtigen, dass sie da den Starken nehmen, wenn es geht. Die haben ja auch Trades oder Eigenschaften dafür. Warten wir mal ganz kurz ab, weil das ist gefährlich. Und das gibt auch das 2-0. Das ist bitter aus der Sicht von Stylo, weil er ist mit 2 Spielern irgendwie da, aber der Pass, Er geht einfach durch auf Hullet. Der zieht den Ball hier magisch an. Wir sehen das da gerade, dass die Lücke geschlossen wurde von beiden Verteidigern. Dennoch geht er durch und Hullet lässt sich diese Chance nicht entgehen. Und er geht 2-0 in Führung. Man muss aber dazu sagen, es war auch ein sehr starkes Pass-Timing. Und man hat es jetzt hier gerade nochmal gesehen, 62% Ballbesitz auf Seiten des Doktors. Also Erhan scheint mir ganz gut drin zu sein im Spiel. Tendenziell ein bisschen mehr Kontrolle so über das Spiel. Stylo eher so in dem Kontermodus gerade. Und das verstärkt er jetzt hier vielleicht auch nochmal über die enge Raute. Hat uns ja eben im Interview gesagt, wenn es nicht läuft für 4-2-3-1, dann eher die engen Formationen und da ein bisschen mehr Tempo machen. Mal schauen, wie sich das jetzt gegen Erhan äußert, der hier sicherlich nicht groß Lust darauf hat, das Spiel schnell zu machen, sondern noch eher versuchen wird, noch mehr Tempo rauszunehmen. Er hat jetzt die 2 Tore Führung und ist sehr gut darin, die Uhr auch so ein bisschen runterzuspielen. So, gibt doch noch eine Pause und wir sehen, dass Erhan zumindest im 4-2-2-2 bleibt. Hat das Spiel von den Werten her komplett im Griff gehabt, hat Stylo nur eine Chance gegeben, aufs Tor zu schießen, deutlich mehr Ballbesitz. Aber Stylo erwartet fast irgendwie so ein bisschen, dass Erhan sich jetzt nochmal anpasst, auch an die enge Raute. Er wartet jetzt bis zuletzt, ob da nochmal eine Umstellung kommt. Kann natürlich sein, dass Erhan jetzt gerade genau das Gleiche macht und beide eigentlich nur noch, oder dass Erhan jetzt sagt, okay, ich ändere aber ehrlich gesagt nichts und schon lange weitergedrückt hat. Das finde ich übrigens noch so einen kleinen Next Step, wenn das auch angezeigt wird. Der Gegner ist fertig, wir können beide weitermachen. Das würde sehr viele Sekunden sparen. Ja. Naja, aber zumindest sehen wir, dass Erhan auch bis zuletzt jetzt doch nochmal irgendwie was eingestellt hat oder vielleicht auch gewartet hat. Oder nur ein Schlückchen Wasser zu sich genommen hat. Interessant auch, dass Stylo jetzt bereits auf sehr offensiv geht.
Das finde ich sehr riskant, um es mal so zu formulieren. Sehr offensiv, sehr riskant. Und da kann ich mich anschließen. Also, dann fangen die Innenverteidiger auch schon an, Spielränzchen zu machen. Ja, also auf dem Niveau nicht die allerbeste Idee, denke ich. Ja, insbesondere auch diese absichernde Komponente von Mittelfeldspielern, die dann vielleicht mal eher nochmal zurückbleiben. Und das ist der nächste krasse Ball in die Spitze! Und das 3:0. Also, die Pässe von Erhan kommen heute auf den Stürmer. Und ja, jetzt wird es langsam, jetzt kann er auch dann sehr offensiv auf jeden Fall drinnen lassen. Also Erhan gerade gut drin, auch hier mit Matthäus, sehr, sehr starker, sauberer Zweikampf, spielt einen druckvollen Pass und hat jetzt hier direkt mal ein bisschen Raum mit Hullet, also kann jetzt hier vielleicht sogar noch einen nachlegen. Schöne Flanke auf Ronaldo, fand ich mal interessant gedacht, weil Ronaldo gerade noch so ein bisschen reingegangen ist in den Ball, auf der gleichen Höhe stand wie die Abwehrkette, aber kann sich dann hier im Kopfballduell nicht durchsetzen. Und Stylo in der engen Raute kann jetzt hier vielleicht mal mit Tempo kontern. Ach, schade, dass Bale sich da so ein bisschen absetzt. War, ja, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht gedacht, der Pass. Der Pass ist einfach schlecht von der Richtung her gekommen. Der ist einfach viel zu weit zurückgekommen, sodass da Bale das ganze Tempo rausnehmen musste. Die Lücke war da, der Laufweg war da, aber der Pass kam dann einfach nicht so, wie er sich gedacht hat. Jetzt Ronaldinho mit dem Schlenzer. Oh Gott, und der kommt so mittig auf der Reha. Tja. Boah, sehr schöner Pass. Ich denke, da hat er direkt den Steilpass gespielt, One-Touch. Und hier gibt es den Freistoß jetzt. Also Erhan gefällt mir gerade gut in der Spielanlage, wie er das Spiel aufbaut, wie er einfach erkennt, welche Räume er hat und die dann immer wieder mit guten Timings letztendlich auch für sich zu nutzen weiß. Mal schauen, welche Variante er jetzt hier im Repertoire hat. Bale läuft rüber, der Piero zieht den Ball einfach mal ab und auch das habe ich bei Erhan in Erinnerung, dass er solche Freischüsse gerne schießt, einen rüberlaufen lässt und dann doch trotzdem noch schießt. Der jetzt aber hier deutlich zu umplatziert. Also jetzt nach 60 Minuten, man kann ganz klar festhalten, Stylo hat bis jetzt einfach kein wirkliches gutes Mittel gefunden. Von Erhan ist es einfach vor allem die Ballkontrolle und dann aber dennoch vor allem die Tore entstanden durch gute Pässe in die Spitze. Alle drei Tore effektiv, muss man oder kann man so sagen. Boah, das war einer zu viel, glaube ich. Da hat er ihn eigentlich schon gehabt. Richtig. Und holt ihn so wieder ran, den verteidigenden Spieler. Aber Stylo bis hierhin kein wirkliches Mittel gefunden, um vorne zu Chancen zu kommen. Die enge Raute ist, da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das die beste Antwort war, weil er dadurch einfach noch weniger Kontrolle in sein Spiel bringen kann und er dann immer wieder raus und weg das Teil jetzt einfach. Interessante Idee, da auf Rulle zu spielen. Weil er dann halt so immer wieder sich den Ball schnell holt im Mittelfeld, macht das halt auch auf seiner Seite eng und zack, auch hier schon wieder. Es sind viel zu schnelle Ballverluste gerade bei Stylo. So wird es schwierig. Ja, ist halt interessant, ob man... Huiuiui. Oder es ist halt schwer, auf das 4-2-3-1 zu gehen. Wow. Boah, und auch der mit der Piero beinahe drin hier. Manchmal läuft es dann aber auch einfach. Es ist halt, ich finde es schwer, vom Kopf her zu sagen, gut, ich gehe jetzt vielleicht auf ein 4-2-3-1, wenn ich 0-2 hinten bin. Manchmal ist es notwendig, manchmal funktioniert das auch, aber das ist natürlich eher eine Formation, wo man ruhig, langsam sich nach vorne arbeitet, aber wahrscheinlich wäre das der Weg gewesen, um hier gegen eher eine Chance zu haben in dem Spiel. Und was ich auch interessant finde, wir haben jetzt gar nicht die Teams mehr gezeigt, fällt mir gerade auf, aber können wir vielleicht zwischen den Spielen machen. Stylo spielt mit Ricardo Pereira auf als Rechtsverteidiger. Das wird wahrscheinlich eine Inform sein, aber keine Ahnung, wie der sich ins Team verirrt hat. Auf jeden Fall ist auch im Chat gerade so die Meinung, dass der Doktor einfach auch ziemlich gut spielt heute und dem würde ich mich anschließen. Also man sieht da schon, finde ich, eine Leistungssteigerung. Einfach so, er wirkt gerade auf mich so ein bisschen befreiter, setzt die Dragbacks ein, die Schusstäuschung, lässt den Ball laufen, also ein bisschen variabler. Er hatte ja eine Zeit lang in FIFA 17 gerade zum Ende hin nicht mehr so viel Spaß an FIFA und ich weiß, dass er ein Spielertyp ist. Ich habe mit ihm eine Zeit lang auch Tour-and-Two-Turniere gespielt. Der muss einfach Bock haben auf das Spiel und dann hat er die kreativsten Einfälle und vielleicht hat er jetzt ja gerade wieder eine Phase, wo er mehr Bock auf das Spiel hat. Würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Die letzten Ergebnisse von ihm in der ESL-Meisterschaft waren sehr, sehr gut. Er ist momentan auch ganz vorne mit dabei, hat eine Chance auf einen Playoff-Platz. Fünfter Platz gerade, oder? Genau, und ich glaube, dadurch, dass er jetzt Detos Ergebnisse wahrscheinlich gestrichen werden, wird er, glaube ich, auch momentan einen Playoff-Platz haben. Insbesondere, wenn er natürlich jetzt hier gut Punkte mitnimmt aus dieser Paarung. Wir können uns ja gleich auch nochmal die Tabelle angucken, nicht nur die Aufstellungen von beiden. Und dann wird man das sehen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, Deto hat heute recht kurzfristig seinen Rückzug aus der Liga angekündigt. Dazu kommen wir später dann nochmal. Auf jeden Fall keine schöne Neuigkeit.
Jetzt aber erstmal der Doktor hier wieder über die Außen, verzögert das Ganze ein bisschen. Leerer Dragback, noch ein leerer Dragback. Schöne Schusstäuschung hier, der Kräufturn, den macht er heute besonders gerne irgendwie. Hat da so seinen Flow gefunden anscheinend mit den Dragbacks, dem Kräufturn. Und immer wieder diesen kleinen, feinen Drehungen mit L1. Hier jetzt sogar mal die Idee, den Ball auf den zweiten Pfosten zu flanken. Fand ich von der Idee auch gar nicht so schlecht. Nächster Dragback. Aber da kann er sich nicht durchsetzen. Stylo kommt endlich mal dazwischen und ihm läuft jetzt natürlich die Zeit davon. Er hat noch gute 10 Minuten, hier 3 Tore zu machen. Zumindest irgendwie ein bisschen zu punkten, indem er in die Verlängerung kommt. Weil dann hat er schon mal einen Punkt sicher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich eher weniger jetzt in diesem Spiel hier gerade. Uiui, also Stylo tut sich sehr, sehr schwer, zu klaren Chancen zu kommen. Das muss man auch einfach mal anerkennen, dass der Doktor hier die Null hält bis dato und wie ich finde auch nicht ganz unverdient. So, gegen den Stylo, der die ganze Season sehr, sehr stark auch offensiv aufspielt. Ja, mal schauen, was sich Stylo dann im zweiten Spiel einfallen lässt, mit welcher Formation er starten wird. Die enge Raute kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal der Fall sein wird. Sehr offensiv sind jetzt natürlich hier auch ziemlich viele Räume für die Konter da. Ganz unten sieht er jetzt hier auch den Isco, direkt wieder den Kräufturn. Das macht er echt gut. Also ich finde, man erkennt irgendwie, dass er gerade wieder Spaß hat am Spiel. Er macht diese kleinen technischen Sachen, die einem einfach so den Flow so ein bisschen bringen im Spiel. Ja, grundsätzlich spielt Erhan zumindest jetzt hier auch im ersten Spiel ein technisch deutlich stärkeres Spiel, als wir es vorhin auch gesagt haben, dass es bei vielen Pros in FIFA 18 bis jetzt der Fall ist. Ja. Charakterisiert ihn ja eigentlich auch seit Jahren, dass er technisch einfach unglaublich gut ist. Starker Freistoß hier von Bale. Oh Gott, was ist das? Was macht das Stylo da? Ganz easy mal auf die eigene Linie zurückgepasst, um die Situation hier zu klären. Hat wunderbar geklappt. Eieiei, das hätte komplett in die Hose gehen können. Boah. Alter, das sieht jetzt hier aber auch gut aus. Mal eben so aus dem Fußgelenk der aufbauende Pass. Ball läuft über die Außen wieder. Aber ab und an eben schon mal mit der Schusstäuschung. Denkt sich eher, ach komm, machen wir mal ein bisschen low hier. Einmal Fair Play und den Ball ins Aus. Oh, jetzt ist nochmal der Platz da mit Bale. Heel to Heel. Ferdinand sehr stark mit der Grätsche, wie er den Ball rausspielt. Gibt sogar auch nochmal die Ecke. Das Spiel ist aber auf jeden Fall durch. Das werden 3 Punkte für Erhan werden. Das ist noch die Frage, ob es jetzt vielleicht noch ein 4:0 wird. Das ist der Fall. Und nicht irgendeins, ey. So ein geiler Finesse-Schuss hier direkt mal wieder. Ansatzlos mit Hullet erkannt, dass der Spot da ist. Und dann lässt er sich das hier nicht nehmen. 4:0, richtig starke Leistung vom Doktor. Das muss man einfach festhalten. Und ich bin gespannt, wie Stylo hier zurückkommen kann. Ja, die ersten 3 Punkte für Erhan in diesem Matchup jetzt. Und hier sehen wir es jetzt nochmal an den Stats, auch Stylo mit nur 2 Schüssen aufs Tor, deutlich weniger Ballbesitz. Er schaut sich jetzt auch nochmal die Treffer an. Und hier sehen wir jetzt nochmal den langen Ball auf Ronaldo. Und das schaut sich Stylo jetzt nochmal genauer auch an in der Perspektive. Lang nach vorne. Stylo wird sich fragen, was ist das jetzt für eine Taste, die du da gedrückt hast? Viereck, L1 plus Dreieck. Ich denke, es muss mit der Viereck-Taste irgendwas gewesen sein. Weil er spielt ihn schon recht scharf. Ich finde, L1 Dreieck geht eigentlich immer so ein bisschen höher erstmal raus. Sehr interessant. Und jetzt achtet er hier vor allem ganz offensichtlich auf den Laufweg von Ronaldo und denkt sich so, was macht der Kollege da? Ich denke, er sucht jetzt vielleicht auch gleich eine Perspektive, um zu gucken, was dann genauer... Nee, das hat ihn jetzt gar nicht mehr so weiter. Doch, er hat sich anscheinend nur verdrückt. Boah, was ist das? Alter, das ist somit das kurioseste Tor, was ich in FIFA 18 bis jetzt gesehen habe. Ja, und da, das war vielleicht so ein Schlüsselding. Ja? Wenn er den unterbekommt im Tor, dann steht sie wieder 1:1. Das Spiel kann ganz anders gestartet werden. Und hier sehen wir da irgendwie, dieser Ball geht zwischen beiden Verteidigern durch. Ja. Der wird sich fragen, was kann er hier groß anders machen, außer diesen Pass irgendwie zuzulaufen. Aber wir sehen das. Der Ball geht da durch, rullet, nimmt ihn auch gar nicht an, sondern schießt den direkt rein. Und ja, damit sehen wir 4:0 nach dem ersten Spiel, 3 Punkte für Erhan. Und gleich geht es dann rein noch in das Rückspiel. Ich würde sagen, wir gucken uns kurz einmal nochmal zumindest die Teams der beiden an oder auch die Tabelle. Mir ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Wie schnell du das hier machst, Benni. Zack, zack, zack. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist der Hammer jetzt hier, was möglich ist. Und hier haben wir auf jeden Fall die Teams. Und wie ich es schon gesehen hatte, auch Ricardo Pereira bei
Stylo am Start. Und das ist halt sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass ich den irgendwo im Einsatz sehe. Den hat er als monatliche Belohnung, wie wir jetzt hier auch schon gesehen haben, als rote Karte. Sehr schnell, aber jetzt 81 Def, 75 Physical ist jetzt nicht das, was mich jetzt umhaut. Gute Passwerte, gutes Dribbling auf jeden Fall. Ist vielleicht wirklich ganz einfach banal gesprochen, wobei er kann auch Walker spielen und hat auch die Münzen dafür. Also er hat jetzt 90.000 Münzen, er könnte sich Walker kaufen, er kostet 35.000. Er schließt sich mir jetzt nicht ganz, warum er den im Einsatz hat, aber es hat anscheinend in der Weekend League gut funktioniert. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der Stylo spielt jetzt die Weekend League, holt 40 Siege aus 40 Spielen, kommt jetzt hier in das Spiel hinein, verliert 4-0. Das ist nochmal ein guter Punkt. Und nicht auf eine Art und Weise, wo man sagt, das hätte anders laufen können, sondern Erhan hat das Spiel sehr deutlich und verdient gewonnen. Kann sein, dass das nächste Spiel jetzt komplett anders laufen wird, weil Stylo hat eine Idee auch, was er anders machen muss, damit das jetzt nicht nochmal so passiert. Aber das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert, wie ich finde. Ja, oder? Es geht jetzt hier auch schon wieder ins nächste Spiel. Auf jeden Fall, es geht jetzt hier schon wieder ins nächste Spiel rein. Deswegen würde ich sagen, die Tabelle gucken wir uns dann nach dem Spiel an, dass wir das jetzt hier alles mitnehmen. Man sieht jetzt gerade nochmal das Team von Doc. Wir sind es ja gerade so weit aber durchgegangen. Ich bin wirklich gespannt, welche Antwort Stylo jetzt im Repertoire hat. Ob er sich irgendwie Gedanken gemacht hat, welche Formation er vielleicht anders nehmen muss, ob er was an der Taktik ändern muss, an seiner Art, wie er generell gespielt hat. Man kann ja in den verschiedensten Punkten ansetzen. Anfangen werden wir hier mal mit der Formation und es sieht genau nach 4-3-3 aus. Finde ich an sich mal eine Idee, weil er eben, ja, hat er mit seiner ersten Formation 4-4-2, fand ich im Mittelfeld oder auch nach vorne nicht genug Möglichkeiten. In der Engraute hat er dann auch alles dicht gemacht, also es ist für mich jetzt auch logisch zu sagen, man muss vorne irgendwie auch in der Breite sich mehr Räume erarbeiten oder ermöglichen generell durch so eine Formation. Ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass er entweder das 4-2-3-1 spielt, weil er vor allem auch damit in der Weekend League beginnt und sich wahrscheinlich damit nochmal ein bisschen wohler fühlt. Er spielt jetzt auch defaultmäßig ab Minute 0 69er Verschiebenwert. Das heißt, er probiert auch auf die Breite der Formation von dem 4-2-2-2 zu reagieren. Das heißt, ein hoher Verschiebenwert, das die Mannschaft verschiebt nichts ganz so stark. Das ist sehr, sehr schlecht übersetzt. Und steht auch breiter in der Verteidigung quasi. Und ja, es ist so eine Reaktion noch von ihm auf diese sehr breite Formation von dem 4-2-2-2 von Erhan. Ist schon nice, welche Möglichkeit man letztendlich doch hat, in FIFA anzusetzen und irgendwie, wenn man eine Idee hat, wie man spielen möchte, die Taktik dann auch so zu realisieren. Was ich wirklich da nur so schwer finde, man kann mutmaßen, man kann eine Idee haben. Ich weiß nicht, ob das Stylo schon mal wirklich auch in dieser Art und Weise alles. Es gibt auch die verschiedensten Konstellationen. Wie häufig spielt man in der Weekend League gegen den 4-2-2-2? Wie häufig spielt man gegen einen anderen Profi in Trainingsspielen gegen den 4-2-2-2? Dann richtig, den Mut zu haben, ich mache das jetzt hier in einem Match, wo es zählt. Ich weiß nicht, ob er alle Parameter und alle Komponenten schon mal alle ausprobiert hat, um zu sagen, ich weiß, dass das funktionieren kann oder wird. Manchmal ist es auch nur eine Idee. Also. Richtig, und manchmal geht das halt komplett in die Hose. Das ist immer so eine Sache, das ist ein schmaler Grat. Das finde ich generell krass, also auf dem Niveau, also du sagst es ja, Stylo kommt ja aus einer Weekend, die ballert die Leute weg mit 40-0 und dann fehlt ihm da jetzt irgendwie der Zugriff. Ich habe das Gefühl, oft sind es dann, also ich bin jetzt mal gespannt auf das Rückspiel, weil oft ist es das eine Spiel, wo der eine von den beiden Spielern irgendwie so die richtige Taktik gefunden hat und dann mit den anderen komplett auseinander nimmt. Und ja, dann im Rückspiel sieht es wieder komplett anders aus. Das ist so oft schon diese Season gewesen. Richtig. Und Mo hatte es kurz im Chat geschrieben, es war anscheinend so, dass die beiden schon mal gegeneinander gespielt haben und er ihn im 4-2-2-2 auch rasiert hat. Und deswegen hatte ja Stylo probiert zu reagieren mit dem 4-4-2 defensiv. Oben ist Platz, aber Jordi Alba rechtzeitig dazwischen. Und dann hat anscheinend Stylo probiert zu reagieren und es hat gar nicht funktioniert. Jetzt hier vielleicht die Flankenmöglichkeit. Druck voll auf Rullitz und der ist drin. Der Rea mit dem Lapsus lässt den einfach durchgehen. Da gibt es auch den Masken- und den Gladiator-Jubel. Den lässt er durchrutschen, der Rea. Und damit führt Stylo hier nach 4 Minuten aus dem Nichts. Was ist das bitte für ein krasser, druckvoller Pass auf Rullitz gewesen? Ja. Und was für ein Abschluss und was für ein Tor? Also der druckvolle Pass, okay. Der war richtig scharf. Der war schon gut gespielt, aber der Abschluss, come on, ist schon ein bisschen unglücklich aus Sicht des Doktors. Und er macht jetzt hier einfach eiskalt die Antwort. Direkt im Gegenzug irgendwie der Anschlusstrick funktioniert dann doch noch. Gegnerisches Team aus Sicht von Stylo nicht sortiert. Und dann steht es hier 1-1. Was ich noch gerade ergänzen wollte, vielleicht können wir uns das nachher nochmal angucken in den Highlights. Ich hatte das Gefühl, dass Stylo, er hat zwar den druckvollen Pass auch ganz gut gespielt, aber er hätte, glaube ich, auf dem zweiten Pfosten schon flanken können. Da ist einer gut gelaufen. Es wäre so ein Spot gewesen für eine richtig geile Flanke aus dem Halbfeld. Es waren viele Möglichkeiten. Ich hatte erst gedacht, Hullet ist da sehr gut auf den ersten Pfosten gestartet, da schon die Flanke auf den ersten. Dann war auch auf dem zweiten möglich und der druckvolle Pass, das war eine Möglichkeit, die ich in FIFA 18 nur noch selten spiele, aber trotzdem gut funktioniert. Ja. Die Ballannahme von Hullet fand ich
dafür, mit welchem Tempo der unterwegs war, wie dieser Pass auch mit welchem Tempo reingekommen ist, war krank. So OP, das ist unfassbar. Den hole ich mir safe für die nächste Weekend League. 40-0 incoming. Ihr habt es hier zuerst gehört. Es ist jetzt nicht die erste 40-0, die ich in einem ESL-Meisterschaft angekündigt habe. Ja, war ein heißer Auftakt. Jetzt erstmal Gelegenheit, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Hier läuft jetzt auch nach mit Petit und der Ball läuft richtig gut bei Ehren. Und das ist so schwer. Man sieht, dass Stylo bekommt da gar nicht den richtigen Zugriff, zumindest den Zugriff, der notwendig ist, um ihn am Schuss konsequent zu behindern. Und es wird wieder richtig brenzlig und schon wieder ist der Ball weg. Und er initiiert immer wieder gut die Doppelpässe. Also das finde ich auffällig. Er steht dann da mit einem Stürmer, vielleicht zwei Spieler da hinten und dann spielt er mit einem Pass den Doppelpass. Kann ihn prallen lassen, kann ihn auf den dritten Spieler spielen, kann ihn direkt mitnehmen. Das ist so schwer zu verteidigen und hier Valencia jetzt direkt mal vorwärts gegangen. Ich weiß gar nicht, hast du die Anweisung von seinen Außenverteidigern gerade im Kopf? Von Erhan? Nein, also die sehen sie auch nicht. Also die weiß ich nicht. Nee, hätte ja sein können, dass du sie im Kopf hast. Also dass er irgendwie jetzt Abwehr überlaufen eingestellt hat. Nee, weiß ich leider nicht. Weil das ist ja eine Sache, die zum Beispiel Deto auch gerne gemacht hat. Aber Erhan spielt nicht mehr 4-2-2-2, er spielt enge Raute gerade. Er probiert anscheinend gerade das 4-3-3 offensiv damit zu kontern. Das hat mich eben gerade gewundert, diese Konstellation, wie auf einmal De Piero unter den beiden Spitzen stand, die beiden Stürmer da vorne drin waren. Und dann habe ich es eben nochmal auf dem Radar gesehen, das ist die enge Raute. Bist du sicher? Ja. Stylo hatte das doch eben noch nachgeguckt. Ja, ja, aber der hat dann nicht mehr bis zuletzt drauf gewartet. Es kommt erstmal ein relativ unplatzierter Schuss. Er hat stets überlaufen drin, okay, das finde ich interessant. Ja, das hat er auch hier bei dem Academy-Video gesagt, dass er das auch mal, also dass man das auch mal ausprobieren kann. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier siehst du, wir werden es gleich vielleicht nochmal klarer erkennen. Stimmt, da hat er ja gesagt, dass man dann sehr aufpassen muss zu dem Chris, unserem Academy-Teilnehmer. Wenn du das machst, Kollege, dann passt darauf auf, was du im Aufbauspiel machst, ansonsten geht das da hinten los. Ja. Das ist der absolute Schlüssel. Und hier siehst du es jetzt gerade, die beiden Stürmer und da der ZOM. Mhm. Interesting. Schau jetzt auch hier. Beinstürmer, ZOM. Ja. Das ist die enge Raute jetzt gerade bei Ehren. Gerade sieht man sie auf dem Radar, also wenn das nicht die enge Raute ist, gerade sieht das auf dem Radar so perfekt aus. Also vielleicht ist auch das 4-3-1-2, aber das ist ja dann ein ganz marginaler Unterschied, aber es sieht nach enge Raute aus. Also komm mal, das wäre schon ein lustiger Zufall, vor allem wenn es das noch nie aufgefallen wäre, dass im 4-2-2 beim Abschluss das aussieht nach enger Raute. Aber Bandi, das schätzen wir ja auch so, dass hier viele Fans immer von den Spielern am Start sind und die uns dann auch Infos geben können. Ich hab euch doch gerade auch mehr, ja gut, ich hab den Benni erst gefragt, aber ich meine, das ergibt sich aus dem Commentary, so, ihr seid doch immer eingeladen, hier euch zu beteiligen und wir haben es doch gerade auch vorgelesen. Come on! Es ist immer ein offener Dialog. Richtig. Zwischen uns beiden, aber auch zwischen euch und uns. Wenn wir Lust haben. Nein, immer, also meistens. So, der Style jetzt hier mal mit einem guten Ball gewinnen. War heute irgendwie nicht in der Lage, das für sich zu nutzen, dass er dann wirklich den Ball auch mal ein bisschen hält. Das ist schon gemein, weißt du, da überlegt sich der Stylo jetzt, wie er vielleicht gegen das 4-2-2-2 agieren soll und der Erhan, der geht dann einfach direkt wieder davor und macht jetzt eine andere Formation rein. Das ist frech, ne? Ja. Also, der arme Stylo kann sich gar nicht richtig anpassen. Ich fände das ja auch noch geil, aber es führt jetzt zu weit, so Pick and Ban, dass man vor dem Spiel sagen darf, welche Formation er nicht spielen darf und so. Nein, das doch, Mann, das wäre voll nice. Ich meine, das kann man mit League of Legends nicht ganz vergleichen, aber dieses System gibt es da ja auch, dass man gewisse Helden wegbannen kann und so. Interessanter wäre nicht, wenn man einzelne Spieler rausbannen könnte aus dem gegnerischen Team. So, du darfst heute in der 90er Runde nicht spielen. Ja, das würde das Ganze aber noch viel komplizierter machen. So eine Formation kannst du recht schnell berücksichtigen in-game. Dass du sagst, selbst wenn du sie zum Bauen brauchst, darfst du sie in-game halt nicht nutzen. Egal, wie gesagt, es führt zu weit jetzt. Wenn wir mal irgendwo die Zeit überbrücken müssen, so rum, dann können wir über sowas diskutieren. Jetzt hier erstmal wieder der Doktor. Und einmal mehr hat man gesehen, diesmal war es Alexandro. Richtig geil, das muss ich testen. Und hier gibt es den Elfmeter jetzt. Das ist ein bisschen bitter. Ich glaube nicht, dass da noch, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Foul jetzt gepfiffen wurde, weil da wurde eben gerade überall relativ viel und hart eingestiegen. Das letzte von Ferdinand, würde ich auf jeden Fall sagen. Eben nicht. Und das ist der Punkt. Ja, würde ich auf jeden Fall, aber ja, natürlich, come on, das von der Animation safe sah das aus wie ein Elfer, Mann. Ja, aber der Ball, das ist interessant, jetzt läuft er durch, schießt nicht mit der Piero, sondern mit Bay. Das ist echt krass, wie er jetzt gerade eingestiegen wird im 16er. War vielleicht auch ein Elfmeter, aber dann sagt das Spiel, na, vorher habe ich einen Vorteil laufen lassen, den pfeife ich ab und ich gebe den Freistoß dort. Was hat der Schiri da für Gedankenkonstrukte in seinem Kopf? Was ich nur gerade nochmal sagen wollte, bevor es hier zu dem Nicht-Elfer kam,
dass man immer wieder merkt, dass die Abwehrspieler sehr gut überlaufen, die Außenverteidiger. Der Piero jetzt mit sehr viel Platz. Der hat doch auf dem linken Fuß... Der hat 5 Sterne. 5 Sterne, oder? Ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz, dass er den auf seinen rechten so bewusst gelegt hat. Ich glaube, er hätte noch 2 Schritte lieber machen, sondern dann mit links. Genau, aber das sagt sich immer so einfach. Manchmal trifft man einfach die falsche Entscheidung, nimmt so viel zu früh das Tempo raus oder den Sprint raus und dann merkt man, oh, jetzt muss ich dann doch irgendwie abschließen und dann, vermasselt man das so ein bisschen in der Situation. Was ich aber echt sagen muss, ist wirklich bemerkenswert, Erhan ist heute unglaublich schwer zu kontrollieren. Ne? Also ich finde, sobald Erhan, also man hat das Gefühl, der strahlt immer gerade so eine Gefahr in der Offensive aus. Es wird immer gefährlich, gerade bei jedem Angriff. Stylo hat immer Probleme und jetzt gibt es den nächsten Treffer. Boah, da ist das 2-1. Du schreist es förmlich. Ja, also sozusagen, während du das sagst, ist die nächste Welle am Durchrollen. Aber so war es nun mal. Wirklich jeder Angriff bis jetzt von Erhan, es wird immer gefährlich und Stylo hat Riesenprobleme und irgendwie gelingt es Erhan heute richtig stark, offensiv PS hier auf die Straße zu bekommen. Echt gut zu Ende die ganze Zeit. Und wie du sagst, er wirkt so variabel, irgendwie kreativ, als hätte er immer wieder eine Antwort parat. Das hast vor allem du gesagt. Aber du hast doch gerade auch nochmal gesagt, oder was hast du gesagt, dass er einen guten Zug nach vorne hat letztendlich und dass er gerade schwer zu stoppen scheint. Also das ziehe ich mal daraus, dass du mir da recht geben wolltest. Ja, genau. Finde ich gut, wenn du einfach deine eigenen Worte wiederholst. Das hast du gut gesagt. Ach, wo mir hier recht gegeben, hatte ich das Gefühl. Okay. Aber der Erhan, muss man einfach sagen, spielt hier richtig gut auf heute. Ich glaube, da sind wir uns zumindest einig. Und jetzt hier vielleicht vor der Halbzeit nicht mehr der 3-1-Treffer. Ah, doch, das ist ein Freistoß. Okay. Ja, und die sind heute auch alle ein bisschen anders, die Freistöße. Mal schauen, was jetzt hier vielleicht möglich ist. Ja, mit der Piero... Wird er vielleicht jetzt einen Spieler in der Mitte auswählen? Die Mauer ist auf jeden Fall sehr weit nach rechts verschoben. Da ist auch jetzt Ronaldo ausgewählt. Kann aber geklärt werden. Den jetzt wahrscheinlich einfach rausschlagen. Kommt gar nicht so weit. Es gibt auf jeden Fall den Halbzeitpfiff. So, Stylo überlegt, ob er jetzt umstellen sollte. 4-3-2-1. Doch wieder eine engere Formation. Aber zumindest noch so von der Grundidee, dass er 3 Stürmer vorne drin hat. Ich habe jetzt, glaube ich, das Overlay genau falsch rum gemacht. Oder? Gibt jetzt hier die Anweisung, Abwehr überlaufen. Das sind eigentlich so die Basics. Er gibt seinen Außenverteidiger aber hinten bleiben. Beim Doktor bin ich mir recht sicher, dass er gerade Abwehr überlaufen drin haben müsste, weil wirklich Alexandro und auf der anderen Seite Valencia ist, glaube ich, extrem gut jetzt mehrfach hier schon sich mit eingebaut haben im Offensivspiel. Ja, enge Raute gegen das 4-3-2-1 jetzt. Außer der Doc stellt jetzt wieder um. Das würde heute passen zu dem Verlauf. Immer einen Schritt weiter. Genau, next level sozusagen. Und nach meiner Einschätzung hat jetzt auch Stylo quasi mit einem hohen Verschiebenwert nicht gut gekontert gegen eine enge Raute. Weil hoher Verschiebenwert, man macht das Spiel breit oder in der Defensive steht man breit. Räume in der Mitte, und ja. Die enge Formation kommt natürlich, die enge Raute kommt nicht über die Außen sonderlich. Weil ich persönlich spiele auch immer eher mit einem niedrigeren Verschiebenwert gegen eine enge Raute. Aber das hat er dann irgendwann auch einfach nicht mehr berücksichtigen können, weil er es zu spät gesehen hat oder vielleicht erst jetzt in der Halbzeitpause gesehen hat. Hier sehen wir Stylo, der viel mit L1-Dribbling gerade was probiert. Jetzt diese X-Pässe, von denen er auch vorhin gesprochen hat, wo er viel arbeitet, lässt den Ball jetzt hier laufen. Aber es kommen überall noch die Verteidiger dazwischen. Die Räume sind zu eng. Die einzige Gefahr, die ich im L1-Dribbling so ein bisschen sehe, wenn man sich zu oft um die eigene Achse dreht, dann nimmt man halt extrem viel Tempo aus dem Spiel raus. Und manchmal, finde ich, verliert man sich fast so ein bisschen in dem L1-Dribbling. Also das Schöne ist, muss man schon dosiert einsetzen, denke ich. Das Schöne ist, man kann dadurch einfach Lücken reißen in die gegnerische Verteidigung, weil immer wird der Gegner in der Verteidigung vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, drückt fehlerhaft R1, um die CPU-Verteidigung zu aktivieren. Dadurch entsteht die Lücke und man findet dadurch dann die freie Anspielstation. Ist eine Möglichkeit, wie es laufen kann. Klar, wenn du gegen gute Spieler spielst, die lassen sich davon nicht beunruhigen. Das war nicht ein Foul, aber jetzt wird es sehr, sehr schwer für Stylo mit Ronaldo. Hier die Ballrolle, Schmeichel ist aber da. Auch sehr schöne Movement. Kurz die Ballrolle, dann einmal den Ball noch mitgenommen, damit es nicht Direktabnahme ist. Dann der flache Schuss. Hätte man vielleicht auch hoch ansetzen können. Was ist das? Heute beide Spieler mit hin und wieder technischen Schwierigkeiten. Aber ich finde das auch gut und wichtig, ja, dass es dann auch in beide Richtungen Fair Play bleibt.
Boah, eiskalt, wenn er den so wegpassen wollte. Not bad, direkt mal aus der Flanke hier. Easy wieder ins eigene Aufbauspiel gegangen. So, der Doc jetzt hier mal wieder im Vorwärtsgang. Schirmt den Ball immer ganz gut ab im Dribbling. Dreht sich fein rum und das dürfte eigentlich jetzt auch mal hier wieder Freistoß, oder könnte zumindest mal Freistoß geben, so eine Situation. Aber dem Stylo kommt das vielleicht. Was ist das? Was passiert da in den Dribbling? Ich meine, das war jetzt nicht leicht gerade zu lösen. Nee, genau, das war der Druck war da von beiden Verteidigern. Egal, was du machst, machst jetzt einen Berberspin, ist offensichtlich, bleibst irgendwie stehen mit der Schussrichtung in den Stand, dann kommt direkt der Spieler von hinten. Da die Lösung zu finden, willst du nach hinten ablegen und der wollte dann einfach sagen, okay, stumpf weiter nach vorne rennen, das ist immer eine gute Möglichkeit. Aber er war dann einfach dort zu ungenau und hat sich ins Austreiben lassen. Jetzt sehe ich auf der anderen Seite Ferdinand, überragender Zweikampf, den so souverän ohne Foulspiele zu erobern. Wir sehen das jetzt durch die 4-3-2-1-Formation, kommt Stylo häufiger in diese Laufduelle mit seinen Flügelspielern, sei es Ronaldo, sei es Bale. Aber er muss daraus noch irgendwas ziehen, aus diesen Möglichkeiten, die er dadurch bekommt. Was gelingt ihm das jetzt nicht? Oh, ey, was ist das für ein Schiri, ey? Come on, der pfeift gar nichts. Ich wollte gerade sagen, mit richtig viel Pech war das gerade eine... Wow! Ey, was ein komisches Spiel. Mit richtig viel Pech, wenn das gerade eine Grätsche gewesen wäre, ist das eine rote Karte vielleicht von hinten so rein. Gelb ist eigentlich safe auch beim Charge-Up-Tackle. Und er lässt es einfach laufen, der Schiri. Beim Offline-Spieltag hat Stranger so eine rote Karte bekommen. Ja, das kann passieren, wenn du da halt grätsch von hinten rein und der Schiri streng ist. Ich sage jetzt nicht, dass es da die offensichtlichste Entscheidung wäre. Ich will nur sagen, das könnte theoretisch auch passieren in so einer Situation. Und er lässt jetzt hier laufen, der Schiri. Rage-Quit-Style, oder? Ja, also jetzt alles oder nichts bei Stylo. Du musst entweder den Ball haben oder du verlierst ihn halt mit 5 Toren. Und aber da, hier ist noch alles offen, würde ich sagen. Ja, also, das sowieso. Und der Stylo kämpft. Das war gerade haarscharf vor einem Riesenfeld. Krass, dass Gerea da noch mit den Füßen reingekommen ist. Weil den sieht man eigentlich immer rein tropfen, den Ball. Und den easy dann auch noch hier vor der Ecke bewahrt. Riskanter Ball, aber vom Timing hat es genau gepasst. Unten jetzt der Laufweg, aber er verzögert das ein bisschen länger mit Del Piero. Jetzt Del Piero wieder auf Ronaldo, aber das war super wichtig. Ferdinand gefällt mir auch gerade richtig gut, wie er dazwischen kommt. Aber Del Piero so geil im Dribbling, diese kleinen Moves macht damit immer wieder die Räume auf. Das ist jetzt natürlich eine mega gute Umschaltsituation. Löst er auch clever, den auf Rullert wieder abzulegen, bevor er den Ball da verliert gegen den Spieler, der direkt dran ist. Jetzt wird es richtig eng hier gerade. Ich wollte sagen, haarig, das wird dann auch gut zu Rulle passen. Schade, dass jetzt mein Gag da so zunichte gemacht hast. Sorry, Bro. War ein guter Gag eigentlich. Fand jetzt auch nicht total daneben, aber du hast jetzt gerade, es wird keiner lachen zu Hause. Naja, wir haben jetzt gerade noch 18 Minuten und Stylo kommt jetzt hier mehr rein. Aber das sind leichte Ballverluste, aber trotzdem, das liegt auch vor allem daran, dass er gerade richtig gut auch immer draufsteht und Stylo richtig unter Druck ist, dort Lösungen zu finden, den Ball loszuwerden, weil ansonsten ist der Ball dann auch schnell bei Erhan. Boah, interessanter Pass ja schon wieder. Es sind heute insgesamt zu viele Fehler bei Stylo im Aufbauspiel. Oh, jetzt gibt es über das Foul. Da wird sich jetzt Stylo wundern, warum das jetzt ein Foul war. Ja, vor allem gar keine Sekunde den Vorteil laufen lassen. Da ist der Schiri mal da. Vorher wird nichts gepfiffen. Und hier ist er sich dann sicher. Das gibt sofort den Freistoß. Und eben hat der Doktor schon mal ganz gut einen direkt abgezogen mit Bale. Hier steht jetzt Bale nicht dabei, aber Ronaldo steht natürlich da, als hätte er Lust da mal einen abzusetzen. Einen schönen Driven. Freischüsse, ich weiß nicht, seit FIFA 16 sind die einfach jenseits von Gut und Böse. Du kannst die jedes Mal gleich schießen und trotzdem manchmal kommen die einfach total gefährlich und das andere Mal 3 Meter übers Tor. Finde ich relativ schade, muss ich sagen. 10 Minuten haben wir noch. 100 jetzt den 3 vom Tor. Erhan steht gut drin. Das zum Beispiel hat er mit Vieira einfach stark gemacht, dass er ihn frühzeitig angewählt hat, hat antizipiert, was da passieren wird und ist dann einfach auch mutig reingegangen und gewinnt den Ball dadurch. Und das ist jetzt mehrfach schon der Punkt gewesen. Stylo macht Fehler im Aufbauspiel, aber Erhan macht doch enormes Pressing und
Schon wieder. Läuft da rein. Also hier war es jetzt vielleicht ein bisschen so, der Pass war aus der Drehung. War auch einfach zu, hat es zu lange gedauert, hat vom Timing nicht gestimmt. Aber der andere Spieler kommt von sich aus vielleicht dadurch ein bisschen drauf. Aber er hat schon gut Zugriff heute auf jeden Fall. Ja, das definitiv. Also er forciert die Fehler von Stylo zu großen Teilen. Stylo wird sich hier und da denken, auf jeden Fall, das hätte er besser machen können. Aber häufig entsteht es doch durch den immensen Druck von Stylo, von Erhan in der Defensive. Jetzt hat man gerade schon so ein bisschen gemerkt, fand ich, dass Erhan jetzt weiß, er muss jetzt nicht mehr zwingend Tor schießen, sondern muss jetzt einfach aufpassen, dass er den Ball nicht mehr verliert. Und Stylo geht dadurch jetzt auch noch ein bisschen aggressiver rein. Jetzt hier die gelbe Karte mit Ferdinand. Eine Grätsche ist, finde ich, durchaus ein gutes Mittel, um da mal an den Ball ranzukommen. Und Erhan wird jetzt alles daran setzen, den Stylo gar nicht mehr an den Ball kommen lassen, zu lassen. Ja, löst das jetzt geschickt über Dribblings. Jetzt hat er auch sehr viel Platz, 88. Minute inzwischen. Sterling mit der Ballrolle, jetzt der Ball in die Mitte und der Ball ist jetzt weg auf der Seite von Stylo. Wird er jetzt schnell rauswerfen auf Ferdinand. Fehlt jetzt die klare Anspielstation, sehr viel Risiko, funktioniert. Macht er jetzt eigentlich ganz gut, weil jetzt kann das ganze Team mit nach vorne ziehen. Richtig, das war clever, weil ansonsten ruckzuck spielst du da zu schnell in die Spitze, der Ball ist weg und dann war das Spiel vorbei. Wow. Jetzt der Ball ist noch weiter am Laufen. Ronaldinho, der ist drin zum 2:2. Stylo mit dem Comeback rettet sich hier in die Verlängerung, wenn jetzt nicht noch was total Verrücktes passiert. Und da war ein bisschen Dusel dabei, weil der eine Ball, der war eigentlich schon weg und konnte dennoch gerettet werden. Und damit lief der Angriff noch ein bisschen länger. Genug Gelegenheit für Ronaldinho. Und was war das für ein Treffer? Sehr, sehr solider Finesse-Schuss. Und Babani fragt gerade, ob wir das als Zeitspiel gesehen haben. Also ich persönlich fand nicht, dass es Zeitspiel war, aber man hat schon gemerkt, dass er die Zeit runterlaufen lässt. Und das kann dann halt schnell so ein fließender Übergang werden. Hui, der Stream von Stylo ist jetzt offline. Und jetzt geht's rein in die Verlängerung. Ja, nice. Anstoß! Es laufen die letzten 30 Minuten jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach schnell gespeichert hat über die Share-Funktion. Vielen Dank auf jeden Fall an Stylo, dass er uns das hier noch bereitstellt. Der Doktor hier direkt mal im Vorwärtsgang, lässt den Ball wie gewohnt heute gut laufen und da direkt mal das 3:2 nach dem Anschluss. Also man muss auch einfach sagen, es fallen extrem viele Anschlusstreffer. Ja, ich habe immer da so ein bisschen Probleme gehabt, damit das einzustehen, aber ich habe es jetzt auch wieder diese Weekend League gemerkt. Da scheint einfach ein systematischer Fehler vorzuliegen, wie die Spieler weiterhin reagieren. Und damit ging Erhan jetzt hier in der Verlängerung direkt nach 3 Minuten in Führung. Ich erinnere mich, dass es ein schnelles Tor dann wieder gab. Aber gut, hier ist jetzt noch nicht gefallen. Die Spiele aufzeichnen und später zu zeigen und letztendlich, dass wir als Kommentatoren nicht wissen, wie sie ausgegangen sind, könnte auch eine Idee sein, ja. Wie gesagt, wir arbeiten an Lösungen. Haben wir schon auch probiert. Letztendlich muss ich klar sagen, es fühlt sich nicht so authentisch und es funktioniert einfach nicht so sauber, dass alle Parteien irgendwie so mitspielen, dass keiner eine Ahnung hat, wie das Spiel ausgegangen ist. Wenn das möglich wäre, wird das funktionieren, ja. Aber ne, letztendlich weiß nachher irgendwie, wie lange das Spiel oder die Aufzeichnung war, dann weiß ich schon, dass es Verlängerung gegeben hat oder irgendjemand hat es dann auch schon irgendwo gepostet, wie das Spiel ausgegangen ist oder irgendjemand hat es dann über das PlayStation Network gesehen. Es hat einfach bis jetzt, wir haben es 2-3 Mal probiert, es hat nicht so gut funktioniert. Ja, eine Sportshow, also wir haben ja die ESLM-Show letzte Season, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Fall Bull. Wir haben ja die Spiele hier und da auch als Highlights nochmal gezeigt auf YouTube. Aber das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderes Format. Das Geile ist ja, die Spiele live zu zeigen und irgendwie voll dabei zu sein, mitzufiebern. Nur die Highlights, das ist nochmal eine andere Möglichkeit, Alter. Was eine geile Direktannahme, beziehungsweise geiler druckvoller Pass vorher. Ja, da wird er sich fast nachher ärgern, dass er direkt abgezogen hat, anstatt den Ball sogar anzunehmen. Aber das passiert einem in der Hektik, dass man dann halt schnell auch da den Abschluss sucht, weil man nicht weiß, wird der den Ball so gut verarbeiten? Wie genau steht der Verteidiger? Kann er mich gleich dann doch noch behindern? So war es natürlich dann richtig gut gespielt, dennoch eine schwere Position oder eine gute Parade auch von der Rea. Ja, und Erhan ist zumindest jetzt hier die ersten 15 Minuten mit einer Führung durchgekommen, 3:2. Und Stylo stellt dann auch wieder um,
sucht jetzt gerade erstmal bei den Fünferketten, aber das ist der falsche Ansatz. Er geht auf jetzt Dreierkette. Jetzt war immer Next Level, was die Formation angeht. Ja. Dann ja, krass, dass einfach OBS abgestürzt ist. Aber umso cooler, dass er das jetzt hier mal kurzerhand wieder an den Start bringen kann, das Spiel. Die jetzt direkt im Vorwärtsgang ist nach dem Anstoß. Natürlich muss man dazu sagen, denn dann fällt hier gleich die Bude. Oh, ich meine, es ist ja an sich gut gespielt und ein schönes Tor, aber wenn man einfach weiß, dass es gerade nicht schön zu verteidigen war oder einfach fast gar nicht zu verteidigen war, ist das halt doof. Kacke. Ja, das ist jetzt schon echt. Beide Treffer jetzt in der Verlängerung sind jeweils nach dem Anstoß entstanden. Ja. Das ist schon ein bisschen skurril, muss man ganz klar so sagen. Er gibt jetzt hier den Flügelspielern im 4-2-3-1 bei Unentschieden defensive Verstärken. Das ist auch ein sehr interessanter Ansatz, muss ich sagen. Aber an sich dann trotzdem schöner Schuss. Mit Ronaldinho. Man muss einfach sagen, die Finesse-Schüsse gehen auch ziemlich gut wieder. Es fallen echt viele Tore mit den angeschnittenen hohen Schüssen. Ich finde, die haben auch so eine große Streuung. Manchmal kommen die richtig gut in den Knick und manchmal greift der Torhüter den einfach so ab. Und man fragt sich, warum ist der jetzt nicht besser gewesen? Der Schuss. Also 110. Minute ungefähr. Style jetzt hier wieder im Vorwärtsgang. Auf Ronaldinho und dann ist es das 4-3. Also man muss ihm auf jeden Fall lassen, wenn man sich auch die reguläre Spielzeit anguckt. Er hat sich richtig gut zurückgekämpft und hier kann er jetzt tatsächlich auch in Führung gehen mit 4-3. Einmal mehr Ronaldinho, dieses Mal war ein normaler Schuss, sehr, sehr gut angesetzt. Und die finde ich auch interessant. Das war ein normaler Schuss, der aber recht flach kam und dann ins lange Eck einschlägt. Sieht man häufiger tatsächlich bei den guten Schützen. Das dürfte jetzt gelb-rot sein. Ja, war einiges los auf jeden Fall in der Verlängerung. Krass, jetzt ist doch der Innenverteidiger weg. Stellt der Hullet in die Innenverteidigung. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist dann doch Goretzka. Und er lässt jetzt seinen Stürmer weg, weil er ja gerade führt. Und ich glaube, Ronaldinho jetzt hier von Stylo mit 3 Treffern in dem Spiel. Jetzt kann Ober natürlich abgehen. Schafft es aber nicht so richtig, sein Tempo hier auszuspielen und rennt einmal mehr ins Aus. Nee, Valencia hat ihn einfach nicht ziehen lassen. Das krass. Ich war mir jetzt sicher, also das ist ja das klassische Bild. Aubameyang kriegt den Ball, hat da ein bisschen Raum und umkurvt den Gegner einfach und rennt ihm davon. Oh, eigentlich die gute Idee, finde ich, den Druckball da auf den Stürmer zu spielen. Er war auch anspielbereit, Sterling in dem Fall. Aber einfach mal 2 Meter zu weit nach rechts. Zischt am Mitspieler vorbei, das passiert manchmal. Und das ist jetzt auch mal so eine interessante Geschichte. Spielst du den jetzt wirklich kurz raus, der Gegner dann massiv am Pressen, hast du natürlich auch ein bisschen Angst, da jetzt einen entscheidenden Fehler im Aufbauspiel zu leisten. 118. Minute, muss jetzt hier nach einer Lösung, sicheren Lösung suchen. Also man sieht auf beiden Seiten, Ehren hat versucht, die Zeit ein bisschen runter zu spielen, Stylo macht das genauso. Und ich finde, in dem Rahmen, den man jetzt hier sieht, ist das eigentlich auch okay. Also warum sollte man den Ball jetzt so verschenken, wenn das Spiel geht die ganze Zeit und jetzt muss man halt gucken, dass man das Ergebnis irgendwie über die Zeit bekommt. Aber es gibt halt noch keine klare Regel, deswegen ist das halt meistens subjektive Wahrnehmung, ob man sagt, das war jetzt too much oder das war gerade noch okay. Ist jetzt schon natürlich, wo ich jetzt sage, okay, jetzt immer wieder auf der Linie hin und zurück und hin und zurück.
Und jetzt wird sogar nochmal brenzlig, Sterling, und es gibt sogar nochmal den Freistoß auch. Richtiges taktisches Foul, kann man vielleicht sagen. Ja, wenn du Pech hast, probierst du das Foul zu machen und kommst den Kontakt nicht. Und dann ist auf einmal auf alles auf den Außen frei. Oh ja, Rivaldo, das wäre nice, wenn der auch noch kommt. Hier jetzt aber die letzte Aktion für den Doktor gewesen. Und ich glaube, jetzt wird hier gleich abgepfiffen. Ja. Versucht nochmal alles. Er kloppt das Ding wieder nach vorne, das ist aber zu spät. Stylo gewinnt das Spiel in der Verlängerung durch den Last-Minute-Treffer, erstmal durch Ronaldinho und dann nochmal zwei weiteren Toren. 3 Tore mit 4 Schüssen und damit gibt es sogar 2 Punkte jetzt hier für Stylo in dem Rückspiel. Krass, hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Also ja, nach der ersten Halbzeit jetzt im zweiten Spiel.